Willkommen zurück zu Throne and Liberty und unseren kleinen Giga hier. Ich will immer Ron Zuman sagen, ne? Immer, die ganze Zeit. So, jetzt müssten wir eigentlich rein theoretisch die Wolfsjagd machen. Das ist aber leider erst... Passt mal auf. 20 Uhr. Das sind die, die brauchen wir nicht. Die kommen halt erst später, ne? 21 Uhr kommt er. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Laut meiner Uhr, wir haben jetzt gerade Viertel nach sieben. Und dann ist das jetzt halt ein bisschen bescheiden. Aber wir können jetzt mal den Wegpunkt dahin setzen. Wir können trotzdem mal da hochgehen. Gleich. Und dann gucken wir mal weiter. So. Da lang. Weil ich glaube, wir haben ja noch eine andere. Wir haben ja noch die andere Quest angenommen. Sehen wir gleich. Die ich jetzt aus Versehen weggeklickt hatte. Ne, mit der guten kleinen Dame. Aber ich weiß ja, was da abgeht. Ich will ja nicht spoilern und so. So, dann haben wir noch den Codex-Eintrag. Die haben wir noch nicht fertig, aber den haben wir fertig. Wir haben doch schon bereits geholt. Was haben wir noch nicht geholt? Die haben wir noch nicht geholt. Da kriegen wir den Skarabäus. Okay. Also. Dann gehen wir mal hoch. So. So many things to do. Making arrangements for the contest, checking up on the farm. Okay. I know that you've come a long way, but our situation is pretty bad. We might even have to shut down the contest at this rate. Also, er erklärt uns, Dave, erklärt uns ja jetzt den Contest. We must lure the wolves to proceed with the contest, but the bait we've been using just... Also praktisch die Wolfsjagd und so, ne? Also, dass es hier so welche gibt und wir die dann machen können. Solche Events jetzt, mein Gott, jetzt habe ich es. Okay. Oh, wait. If you're here for the contest, can you please help me? I need some ingredients to make a new kind of bait. Ja, klar kann ich dir helfen. Doch kein Problem. A wolf hunter keepsake? But that's... no, never mind. First you need to help me procure the ingredients needed for the bait, okay? Mhm. Please defeat the crackle in the wrecks on Windhill Shores. They're tricky to find, but the wolves love eating them. The stench of crackle meat is irresistible bait for beasts like them. Mhm. Also, investigate any chests that are left in the wrecks. They often contain fishing bait, which is quite effective as well. Quiet. Quiet, please. Crackle are difficult prey to hunt, so you should equip at least uncommon level armor. Why don't you pay a visit to armor crafter Rachel? I've already dropped a word with her. Ja, sagt uns jetzt auch, unsere Ausrüstung sollte mindestens ungewöhnlich sein, also die grüne Schose. Und deswegen kriegen wir jetzt auch so viel Zeug von ihm, dass wir das dann praktisch auch dann bauen können. Ne? So. Dann ist aber auch wieder das andere Thema, nimmt man gleich das Buch mit, also dieses Lithografie-Buch, weil das halt sehr geiler Stuff ist hier drin, was man hier kriegen würde. Jetzt nicht die erste Version davon, sondern eher die... zweite, aber können wir erst ab Stufe 15 machen. Also müssen wir mal gucken. Das Zeug können wir alles vom Händler kaufen. Und dann hätten wir aber schon mal wenigstens die Baupläne bekommen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt gleich machen. Da ist eher so die Frage, was nehmen wir mit? Zwecks unserer Skillung. Und so weiter und so fort, ne? Auch jetzt sollten wir uns schon Gedanken machen, weil ich habe euch ja gesagt, ihr müsst euch relativ früh schon entscheiden, welche Waffen ihr so spielen wollt. Weil einfach die Mats, die ihr dazu braucht, relativ, ja, ich sag jetzt in Anführungsstrichen mal, schwierig sind zusammenzufarmen. Ja, das ist halt schon knackig. Deswegen solltet ihr euch wirklich schon ein bisschen früher entscheiden dafür. Aber gut. Haben wir den Wegpunkt jetzt da oben? Nee, noch nicht, ne? Das ist jetzt alles dann da unten. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Wir sollen jetzt erstmal zu Rachel gehen hier. Ah, you must be the
Ich habe jetzt einfach mal durchgeklickt, weil die erklärt uns jetzt eigentlich praktisch nur, was wir, wie wir das herstellen können und so weiter und so fort. Entschuldigung, ich muss mich da öfters mal räuspern. Ist ja geil, das war jetzt, hat in letzter Zeit hat sehr gut die Stimmbänder gelitten. Trefferchance und da haben wir Fernkampfchance. Jetzt passt mal auf, jetzt gucken wir mal, was wir da mitnehmen. Kritische Chance ist jetzt auch nicht schlecht. Weisheit Mana. Akolytenhaube, Trefferchance und Nahkampfausdauer. Ja gut, nee, das, ne? Mana-Regeneration, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Jetzt nimm mal, ja, das sind einfach nur die Hüte. Geschicklichkeit und Fernkampfausdauer. Ist halt alles nicht geil, bin ich ganz ehrlich zu euch. Kritische Treffer, Gesundheitsregeneration, kritische Trefferchance, ja, aber die Gesundheitsregeneration nicht. Das ist jetzt aber auch, ne? Mana, Weisheit. Ich glaube, wir nehmen den jetzt hier erstmal mit. Den Beschwörungshut. Den nehmen wir jetzt mal mit. Den. Und alles andere können wir leider. Und ach doch, hier können wir auch schon ran. Sehr schön. Trefferchance, Kampfausweichen, Wahrnehmung, Mana-Regeneration, Schwächungschance. Hat was mit unserer ersten Fähigkeit zu tun, die wir da besitzen. Trefferchance und Stärke, schade. Allgemeine Trefferchance. Müssen wir mal gucken. So. Weisheit, Mana-Regeneration. Es ist jetzt halt echt, ne? Was nehmen wir denn da mit? Schwächungschance, maximale Gesundheit. Mana-Regeneration, Wahrnehmung. Ich glaube, wir nehmen den jetzt hier erstmal mit. Also ich bin ganz echt hardcore am Überlegen, ne? Jetzt passt mal auf, jetzt müssen wir mal gucken bei uns. Was wir denn so haben. Wir nehmen ja die Weisheit und die Wahrnehmung. Würden wir dann nehmen. So. Das nehmen wir jetzt alles mal so mit. Wahrnehmung. Ja, wir nehmen die jetzt mal mit. Wir nehmen den mal mit. Hier können wir aktuell nichts mehr. Jetzt haben wir nichts mehr zum Craften, ne? Okay. So, das heißt dann für uns, wir ziehen einmal ihn hier an. Dann sehen wir auch gleich mal ein bisschen stylischer aus. Und der wundervolle Hut. Erstmal. Und dann müssen wir wieder verzaubern, ist ja ganz klar. Und dann geben wir jetzt erstmal alles auf 1. So. Das sieht doch very sexy aus. Würde ich doch mal sagen. Das ist schon sexy. So. Dann hätte man das jetzt alles, ne? Ja. Hier haben wir leider nichts, ne? Schade, wir haben, ich glaube, wir haben auch nichts mehr zum Doch, wir können uns noch Waffen machen. Also eine bräuchten wir ja eh noch, wegen dem Buch. Und warm den Stab, den haben wir jetzt gerade aktuell an. Mit Trefferchance. Hier hätte man Weisheit und Mana, der Akolytenstab. Schwächungschance und Crit-Chance, Mana-Regeneration. Das ist jetzt also die Frage, auf was gehst du, ne? Den hier bräuchten wir später dann. Ja, das ist also so für praktisch fürs ganz frühe Anfangsding, also so zum Durchleveln. Da ist Mana drauf und kritische Trefferchance. Müssten wir eigentlich ihn hier nehmen. Den verquerten Stab. Den hässlichen. Jetzt gehen wir erstmal ins Zauberbuch rein. Und da bräuchten wir, das hört sich schon ganz geil an.
Dings. Ja, dann nehmen wir den hier mit. Ist er das? Kritische Trefferchance, Mana-Regeneration, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Und dann können wir nichts mehr bauen, weil uns die Materialien fehlen. Wir haben aber noch ein bisschen was zum Herstellen. Haben wir Glück? Ne, wir haben gar nichts mehr. Deswegen habe ich als erstes eher das Buch gemacht, weil das haben wir eben noch nicht an. Ja? Dann ist das ein bisschen besser für uns. So. Wir gehen natürlich erstmal da drauf. Ja, dann passt das. Dann haben wir was fürs Buch. Nee, ne? Okay. Dann können wir das ganze Zeug jetzt erstmal alles verkaufen hier. Was wir haben. Achso, der kann weg. Kann alles weg. Den machen wir jetzt gleich ins Buch. Und rein theoretisch könnten wir uns jetzt hier die Sachen kaufen. Und dann ins Buch reinlegen. Um einfach ein paar Materialien zusammen zu farmen. Aber jetzt warten wir erstmal. Weil wir müssen jetzt aktuell noch nicht, weil wir sind jetzt aktuell sehr gut ausgerüstet. Aktuell. Und dann gucken wir mal weiter. So, Kampfpass, das ganze Zeug. Dankeschön. So. Dann gehen wir mal runter. Gehen wir mal hier hin. Einmal schnell lagern. Achso, wartet mal, dann muss ich erst einstellen. Also das kann alles rein, das kann alles rein, das kann alles rein. Ne, obwohl, das machen wir mal weg. Rüstung und Waffen. Das machen wir alles händisch. Anwenden. So, jetzt. Und das können wir noch nicht machen, weil wir noch keine Stufe 15 sind, ne? Deswegen behalten wir den jetzt mal im Inventar. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter und das machen wir jetzt auch. Vorher nehme ich noch den Wegpunkt oben weg. Weil es irritiert mich sonst. Und dann können wir dann da runter gehen. So. Nice. So. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt wieder hier was haben. Und jetzt haben wir auch was und das machen wir jetzt auch an. Das heißt, wir müssten rein theoretisch wieder dahin. Wieder zurück, das machen wir dann, wenn wir drüben sind, wieder in der Stadt. Und der Rest ist, liegt bei uns alles auf dem Weg. Da spielt einer zu viel WoW, oder? Warum springt der da so rum? So. Sehr schön. Da kriegen wir doch unseren kleinen Kampfmagier doch hier zusammen langsam. Nicht mal ansatzweise, aber ja. Nicht mal ansatzweise, aber so ein bisschen halt was. So, wir gehen auf die 20. Ja. Spuren des magischen Kreises und dann... Flaschenpost, die müsste dann auch hier irgendwo rumliegen. Da vorne. Können wir dann ankrabble. So. Das ist sie nämlich. Das war's schon. Erstmal. Dann müssen wir hier rein. Kurz was trinken. So, wir müssen jetzt, glaube ich, runter, ne? Ja. Ach stimmt, ja, da war ja das kleine Ding hier kloppen. Ah, jetzt haben wir die zwei Bücher ausge... Wartet mal. Wo ist unser Zauberstab? Wo ist unser Zauberstab hin? Ach, wir haben das Buch. Ich bin so ein Held vom Epperfeld. Das ist noch ein bisschen komisch immer. So, jetzt.
Jetzt können wir einmal Z drücken, dann können wir so wechseln. Jetzt haben wir auch wieder die Attacken. Weil wenn ihr das mit Rechtsklick macht, dann kann das sein, dass er gerade, dass ihr beides anhabt, so wie es jetzt gerade bei uns war. Ne? Und so habt ihr da ein bisschen das auch jetzt gleich mal live gesehen. Oh, der kleine Kerl. So. Und jetzt müssen wir wieder gehen. Das war's schon. So. Das hätten wir auch. Und jetzt müssen wir auch einmal darüber. Das heißt, wir nehmen unseren kleinen Racker hier raus und schwimmen einmal rüber. Dann können wir das machen. Ich bin hübsch. 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 So. Dann, 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 dann. Schwimm, schwimm, schwimm. Das erinnert mich immer so hardcore an Anno. An Anno, so. So. Müssen wir so gleich mal hier vorne gucken. Ja, da kommen wir hoch, sehr schön. Können wir die Questen hier nämlich auch ablegen. Wenn er möchte. So, hatten irgendwie. Ja. So. Oh, das ist aber auch manchmal, ne? Also er kommt ja hier nicht die kleinsten Klippen hoch. Ei. Ne, er zieht sich ja dann auch nicht hoch und alles, ne? Das sind ja jetzt gerade selber. Das ist manchmal wirklich tricky. Also da hätten sie wirklich nochmal ein bisschen dran gehen müssen. Wäre egal geil gewesen. So, ich glaube, wir müssen auf die kleine Insel da vorne, ne? Entschuldigung. Da müssen wir hin. Einmal tauchen, bitte. So. Dann hätte man das auch. Okay. Wo müssen wir jetzt komplett hin? Wir müssen einmal wieder zurück, ne? Ja. Das heißt dann für uns, wir gehen dann auch dann dahin. Können wir das mit einem Lutsch machen? So, da gehen wir jetzt einmal hier runter. So. Da müssen wir hin. Die Spur des magischen Kreises. Da müssen wir jetzt einfach nur der Spur praktisch folgen, ne? Aber wir nehmen halt das Zeug mit, weil wir kriegen ja dieses Pulver, Bücher und, das brauchen wir halt alles. Früher oder später. Ne? Da müssten wir jetzt praktisch von oben runterspringen. So, und wir kriegen halt Level up, ne? Dann gehen wir jetzt mal da hoch und dann springen wir da runter. Ich sag's euch. So, P. Wir machen jetzt erstmal die Weisheit voll, dass wir mehr Mana kriegen. Wenn's gehen würde, manchmal ist es halt ein bisschen buggy. So. Müssen wir hier einmal außen rum. Und dann müssen wir in diesen kleinen Mana-Kreis hier.
Ach, das ist die Quest. Ich erinnere mich. Hauptbrocken. Alter. Giga. Die Katze ist das Hauptding hier in der kleinen Quest. And they don't even bother with fish. They don't catch mice either. What? That doesn't make sense. Cat can't leave fish and mice alone. Also das ist einfach nur. Ihr seht gleich, also die haben jetzt nur ein bisschen geredet und alles, ne? So, wir sollen den frischen Fisch holen. So, den haben wir jetzt. Dann sollen wir den da hinlegen. Und dann sollen wir uns verstecken. Was er nicht tut. Die Katze ist sehr wählerisch. Instead of the terror bird, I have to deliver the potion to Musk by tomorrow. So, jetzt sind wir auch eine Ratte. Oder wir sind jetzt eine Ratte und jetzt müssen wir praktisch hier warten. Und die darf uns jetzt nicht sehen, die Katze. Und jetzt müssen wir so ein bisschen schleichen. Also ein ganz kleines bisschen. Dürfen halt auch nicht in die Dinger hier reinlatschen. Wir haben normalerweise hier irgendwo einen Teil, wo sie uns dann sieht. Also, wenn sie uns sieht, dann heißt das, okay, hey, Achtung, vorsichtig, oder halt, okay, können wir weiterlatschen. Die ist halt sehr langsam. Mir ein bisschen warten. Mal gucken, ob es uns sieht. So. So, die ist da ums Eck gegangen. Und sieh an, ist doch keine Katze. No, she's hiding really well. Who's there? Okay. Ich sehe gerade, wir haben Fähigkeiten bekommen. Die hier, verfluchter Albtraum, möchte ich jetzt nicht wirklich mitnehmen. Und das ist der innere Frieden, Mana-Regeneration und... okay. Die legen wir uns jetzt mal hier hin. Und die machen wir mal raus. Und dann können wir uns ein bisschen Mana regenerieren. 15 müssen wir werden. So. Dann haben wir die abgeschlossen. Da schlafen die Schafe. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir müssen wieder da hoch. Ich laufe komplett falsch. Wir müssen hier rein. Da. Okay. Das ist noch die einzige, die offen ist, okay. Und wir müssen eh hoch, also es sind beide Questen zusammen praktisch. Wir müssen beide mit Dave quatschen. Da hinten ist noch ein Buch. Es ist ein Wunschbrunnen. Jetzt haben wir 3 verifizierte Münzen gekriegt, weil wir rein theoretisch das Kapitel von den Büchern, wo wir es hatten, gefunden haben, gerade eben abgeschlossen haben. So. Na klar.
Why don't you ask Chris, the head of the association? He's also the Lord's younger brother. He must be preparing for the contest at the Western campsite on the Black Howl Plains. Mhm. Use those ingredients to make some bait, then bring it to Chris. Since you did all the work, you should be the one to deliver it to him. That way he can thank you in person. Mhm. Take the exit on the second floor of the Lord's residence and head up to the Castleton Abbey. You'll find an aged herb extract jar. Steeping the ingredients in those jars makes the bait extra fragrant and effective. Mm-hmm. Chris is probably worried that the contest might not take place. On your way there, please send my letter to him via parrot mail to let him know the bait is on the way. Mm-hmm. Oh, and just so you know, there's a waypoint in the Black Howl Plains too. It will make traveling there much easier. Ich sag ja, die sind sehr redselig. So, abgeschlossen. Wir haben was für die Rüstung bekommen. Hoch. So. Okay. Hier, das Ding nehmen wir noch mit. Passt mal auf, wo war denn das? War das hier draußen? Ah, guck mal, hier hinten ist auch noch mal ein kleines Ding ins Kirchens. Zettel. Naja, immer wieder verifizierten Münzen gekriegt. Die verifizierten, sage ich immer, ne? Die verzierten Münzen. Das sind Schmuckmünzen auf Deutsch übersetzt. Also in dem Game. Und die brauchen wir gegen später. Viel, viel, viel später. Jetzt aktuell noch nicht. Die könnt ihr euch ruhig auch sparen. Ne, aber hier seht ihr, hier guckt, wir haben auch Deutsche hier auf dem Server. Rein theoretisch, das passt schon. Okay, dann haben wir hier die nächste Quest. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, bis dahin, tschimmidö.